Happy Birthday to you. Herzlichen Glückwunsch an alle Leute, die heute Geburtstag haben und herzlich willkommen bei Retro Gamble. Ich spiele heute Days After, heute ist Donnerstag. Und genau was ich hier machen möchte, weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Viel Spaß. Okay, ich habe mir gerade die Werbungen angeschaut, die Sachen abgeholt und jetzt würde ich mich vorbereiten. Ich werde aus 2 Fernkampfwaffen, über die beiden hier, 2 Nahkampfwaffen, über die und die. Speed. Achso, und die überpacke ich wieder. Nehme ich natürlich nicht mit. Machen wir es so. Die waren als erstes wegmachen. Gut. Und dann möchte ich als erstes die Brücke machen, das werde ich nicht filmen. Und danach schauen wir gleich mal. Und da ist auch noch was. Ich habe zu wenig Platz. Mal wieder. Habe ich denn auch hier eine Quest, wo ich hin könnte? Holzkiste auf Level 4. Dann machen wir es ein bisschen anders. Holzkiste. Ich brauche diese Bretter. Ich brauche eine Kiefer für. Also das habe ich, das habe ich. Ja, das habe ich auch nicht direkt, lustig. Zur Brücke gehen wir ja hin. Schau mal, was wir finden. Also, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Lasst euch überraschen. So Leute, ich habe gerade eine Schatzkarte erforscht. Ich wollte es eigentlich teilen und dann zusammen mit euch erforschen, aber habe auch sehr auf falschen Knopf gedrückt. Ich habe es erforscht und ich muss jetzt suchen, wo die Schatzkarte ist. So, ah hier, da ist die. Ich habe da einen Tag oder 47 Stunden Zeit zu erforschen. Es ist 3,5 stark, also sehr schwer für mich. Bei 3 habe ich ja schon ein bisschen Probleme. 3,5, allerdings habe ich jetzt auch starke Sachen mitgenommen. Sprich, ich habe mein Maschinengewehr, okay, nur das ist meine starke Sache, die anderen eigentlich nicht so. Ich könnte mir noch den einen Typi holen. Ach ne, probier mal alleine. Probier mal rein. Ist nur 3,5. Da brauche ich deinen Typi nicht für. So. Anschleichen. Er ist Zombie tot. So. Geht ja schnell. Den schlage ich mich hier. Okay. B. Geht schon mal gut voran mit der Pistole. Ja.
anschleichen. Munition sparen. Ich denke mal, das ist schon der Schatz. Geht das bei alles? Boah, das war viel drin. So viel Glas habe ich glaube ich gar nicht. Ich habe nur 4 benutzt. Das war erstmal. Da. Knister, knister. Das ist ein normaler. So, jetzt 20. Schaffen wir. Einmal gewartet, bis er wieder aufgestanden ist. So ein Rückenschlagen ist ja auch ein bisschen doof, oder? Mal ein bisschen leiser. So, weiter geht's. Ich höre ein Zombie. Was für einer ist das? Oh, da ganz schnelle. Okay, jetzt nicht mehr. Mal was mampfen oder trinken, besser gesagt. Ist aber nicht zum Abbauen, oder? Nee. War dein Boss mit dabei? Aufpassen, da ist ein Boss. Der ist doch kein Boss, oder? Meiner Durst kann Ram. Trink mal was. Jo, die Quest abgeschlossen. Das ist der Boss, also. Schön. Dann haben wir schon alles hier geklärt. Glaube ich. Kommt hier noch was? Nö. Alles geklärt. Gut, dann nehmen wir die Kiste noch mal mit. Das kriege ich alles mit. So ein Mist. Muss ich noch mal herkommen in die 4 Sachen. Und die eine Kette brauche ich auch noch. Na gut, es läuft ja nicht weg. Ich dachte, diese Runde dauert ein bisschen länger. Dann werde ich jetzt zur Basis zurücklaufen, meine Sachen alle rausschmeißen, dann wird es zurücklaufen. Dann wird es zurücklaufen und dann war es das. So, jetzt aber. Da
laufen. Ich habe nur 130 Ausdauer, obwohl ich die Brücke schon gemacht habe und den Sheriff. Die beiden habe ich abgehakt. Jetzt habe ich auch noch das erste Mal die Schatzkarte abgehakt. Ich habe sie schon zweimal angefangen, da waren mir jedes Mal so viele Zombies, deswegen habe ich jedes Mal abgebrochen. Erstmal die Schatzkarte geschafft. Juhu! Jetzt werden wir einmal kurz hier meine ganzen Sachen abliefern, die ich gesammelt habe, die vielleicht nützlich sind, was bislang danach noch nicht aussieht. Nichts, was ich brauche. Nicht wahr. Okay, das Buch. Ja, das kommt glaube ich gleich noch. Ich glaube gleich brauche ich das Buch. Fleisch gehabt. Tja, nichts Sinnvolles für mich. Das war schon gemacht. Das Foto. Ich darf haben. Wie darf ich haben? Stand das dabei? Steht hier nicht. Da steht das. 18. Ja, ich kann anscheinend nichts gebrauchen von dem, was ich gerade eingesammelt habe. Ist ja mal richtig heiß. Komm, da trink mal noch mal einen Schluck drauf. Das Buch kommt, glaube ich, hier rein. Oder hier? Ah, hier war das. Ach, ich habe schon so viele Bücher davon. Dann kommen die nochmal hier rein. Und ich würde sagen, ich hole nochmal schnell die anderen Sachen. Und das wäre es dann auch schon. Gleich. Okay, ich habe jetzt die Sachen geholt, werde es jetzt nochmal verteilen. Würde immer sagen, das war's für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann mit euch. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.